So, und jetzt nochmal darüber. Aber was wir alles bis jetzt geschafft haben in 8 Folgen. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Hier ist eine Energiezelle. Dankeschön. Also, aber naja, gut, in 8 Folgen. Was sind, wie viele Stunden? Das sind 2 Stunden. Da hätte man auch mehr schaffen können, oder? Ja, ich hab mal überlegt, dieses Spiel könnte man theoretisch an, wenn man es an einem Tag durchspielen will, könnte man es zu 50, also dass man genau durchkommt. Ich spiele ja schon mehr als 50%, sagen wir mal. So 51, nein, sagen wir. Die haben eine grüne Sonne. Da, oh. Das haben die sogar, glaube ich, übernommen. Im Zweier haben die auch eine grüne Sonne, soweit ich weiß. Oder ist das der 3? Ach, egal. Also. Ja. Also ich spiele so für 80%, obwohl ich ja eigentlich nur 50 wollte. 50 ist ganz normal durchspielen. Das wollte ich nochmal sagen. Ich spiele es ja jetzt für 80% durch. Für 80% der Menschheit. Oh, 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 oh. Sehr witzig. Au, Hilfe nicht. Ja, ich bin so hypnotisiert von seinen Fußauftretern. Lass uns diese Ballonlöcher umfliegen und Kleinholz aus ihnen machen. Achso, kann man springen. Mit R1 sprenge ich. Mit X gebe ich Gas. Und da oben ist noch eine Energiezelle. Jetzt machen wir aber erstmal diesen Lurker platt. Au. Komm, schnell auf, schneller, fahr. Au. Aus den Lurkern heraus kommt dunkles Echo. Nein, eher nicht. Und geradeaus auf ihn zu und tot. Ach, wie viel Leben hat man denn? Man hat so viel Leben, wie man auch als Jack hätte. Ja, das ist sehr plausibel. Bremsen kann man, glaube ich, mit diesem Ding nicht. Nein! Rumdrehen. Vorne diese Flügelräder, die drehen sich, wenn man schnell genug fährt, drehen die sich ganz normal langsam. Das ist nicht wegen der Aufnahme, das ist auch nicht, weil ich blöd bin. Das ist so gemacht. Das ist wahrscheinlich, weil es leichter ist zu programmieren und nicht so viel Programmierung. Au. Dingsbums braucht da. Ja, mit Blender programmiert man ja auch und da wendet man dann bestimmt auch solche Tricks an. Wenn man ein gutes Spiel macht, nicht so wie ich. Ha, mitten in der Luft stehen geblieben und eine Energiezelle eingesackt. Und weiter geht's. So, jetzt bringen wir noch die Lorca um. Da oben den. So können wir leider nicht springen. Irgendwie müssen wir warten. Hier kommt er runter und jetzt Attacke. Das war nicht der letzte. Hä? Ich hab's als letzten in Erinnerung. Ach, da ist noch einer. Noch diese Precursor. Und die ist da. Ja, so, endlich. Gut. Eine Energiezelle. Eine Energiezelle. Ding.
Da haben wir diese Quest auch noch. Gut, ihr habt alle Lurker daran gehindert, weiter Minen abzuwerfen. Sie haben die Gewässer um unser Dorf schon seit Wochen unsicher gemacht. Bringt euren Zuma zurück zum Transplant und ich teleportiere ihn wieder hierher. Ja gut, das wollte ich alles gerade sagen. Warum nimmst du mir die Wörter aus dem Mund heraus? Deine Finger schmecken übrigens nach Pommes. Wo warst du denn? Ach, im Mac. Pieps. Hm. Ja, gut, okay. Da müsste ich auch mal wieder hin ins Mac. Ja. Zensierung. Ach, willkommen in der dritten auf. Also neunten Folge. Wollte ich nur mal so kurz nebenbei mal kurz so anmerken, so halb so da. So, jetzt haben wir 32, obwohl wir nur 20 brauchen. Das nennt man Erfolg. So. Haben wir alle? Haben wir alle? Haben wir alle? Okay. Eine fehlt uns. Hm. Keine Ahnung. Die, ja, die fehlt uns und die Spähfliegen. Hm. Na gut. Jetzt geht's in den Feuercanyon. Feuercanyon. Au. Attacke. Ja. Die Töne, die man gerade hört, ist düm, 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 düm. Bin ich mit meiner anderen Hand. Ich spiele ja mit zwei Händen an der am Controller. Jetzt habe ich meine Gitarre noch rausgeholt. Gegen die Wand laufen ist nicht so gut. Ich sollte mal mehr Koordination reinbringen. Meine zweite Hand und meine drei Hände. Super! Ihr habt die 20 Energiezellen, um ein Hitzeschild zu aktivieren. Seid aber vorsichtig. Der Schild schützt den Zuma nur bis zu einer Temperatur von 500 Grad. Also lasst ihn nicht zu heiß laufen. Wenn ihr über glühende Lava fliegt, heizt ihn das ganz schön schnell auf. Wenn ihr 500 Grad erreicht, ist es aus. Aus? Du meinst wie in Außen vorbei? Der Fire Canyon ist sehr heiß. Achtet auf Sprungmöglichkeiten, um den Abstand zur Lava zu vergrößern. Ich habe auch mehrere blaue Kühlballons steigen lassen, mit denen ihr die Temperatur des Schildes schnell senken könnt. Ach ja, wenn ihr durch den Canyon seid, vergesst ja nicht, das Teleport-Tor im Labor des Blauen Weißen zu aktivieren. Dann können wir uns zu euch hinüber teleportieren. Viel Glück! Ja, Schnucki Putzi Boom. Und los geht's mit dem Zuma. Renn bitte, 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 bitte. Ich hab Startschwierigkeiten. Ja, toll. Leichter gesagt als getan. Ich guck gar nicht drauf. Jetzt geben wir Vollgas. Das war nicht so. Mit dem Hüftdreher kannst du engere Kurven fliegen. Ja, so, jetzt ist es aus. Schade. Mit was für einem Dreher? Hüftdreher? Es sagt mir gar nichts. So, aber zum Glück haben wir schon einiges abgeerntet. Hilfe! Und da geht's um die Ecke und ja, er holt auf. Er gibt Gas und er stürzt in die Tiefe. Oh, das war nicht sehr gut. Lange schwarze Bildschirme sind immer schön.
Das Rennen startet erneut und er geht aufs Gefährt und er gibt Gas und er rast durch die erste Hindernisbarrikade und die zweite hat er auch gut passiert und der Lorca gibt ihm noch etwas an Höhe und gegen die dritte ist er gestoßen. Das war nicht sehr gut. Jetzt holt er aber wieder auf und hat einen Kühlballon in sich aufgenommen. Jetzt ist er hängen geblieben. Das war wieder nicht gut. Jetzt holt er aber hoffentlich doch wieder auf. Er dreht und da hat er den Turbo entdeckt und er gibt Gas. Gleich ist er in des dritten Platzes. Oh, das war nicht gut. Er hat sich das wird nicht gut ausgehen, wenn er so weitermacht. Aber da sieht er schon das Ziel und er hat es geschafft. Er ist der Sieger. Gerade noch so. Er hat zwar einiges übersehen bei seiner Tour, aber trotzdem, er hat es geschafft. Jetzt aktiviert er das Tor und ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Hey, sieht aus, als hätte der blaue Weiße eine Party geschmissen. Oh je, im Felsdorf ist die Hölle los. Wow, und was für eine Party. Nein, nein, ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Aha. Nice. Oh, sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack, sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. So, aber man hat gar nicht gesehen, wie unser... der Schnutzi-Putzi-Bu Kira durch das Portal gekommen ist. Das hätte ich gerne gesehen. Schade. Jetzt schauen wir uns deine Mücke. Bäh. Jetzt bevor ich hier rumqueste wieder mal, spring ich hierher. Da ein Precursor, 150. Solange wir nicht wissen, warum der blaue Weiße verschwunden ist, müsst ihr 45 Energiezellen sammeln, um seine Maschine anzutreiben. Geht und besorgt sie. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Ihr zwei seht wie fähige Leute aus. Ich leite gerade ein Forschungsprojekt und vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Hey, das ist hier unser Abenteuer. Du sollst uns helfen. Naja, vielleicht können wir einander helfen. Seit Jahren erforsche ich das Grabverhalten der Blitzmaulwürfe im Precursor-Becken nahe unseres Dorfes. Aber jetzt haben die bösen Lurker die Maulwürfe an die Oberfläche getrieben. Und blind wie sie sind, finden sie den Weg unter die Erde nicht mehr. Treibt sie doch bitte wieder in ihre Tunnel zurück, damit würdet ihr ihnen das Leben retten. Ich gebe euch auch eine Energiezelle dafür, okay? Klar! Blitzmaulwürfe! Ganz toll! Okay, für zwei Energiezellen! Netter Versuch. Aber wenn ihr zwei mir 90 Precursor Orbs für mein Forschungsprojekt besorgt, bekommt ja, ihr von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Einverstanden? Gut, 90 geben wir. Oh, ihr habt die Orbs. Hier ist die vereinbarte Energiezelle. So, jetzt haben wir schon 33, meine ich doch. Ja, so. Und dann höre ich auch jetzt mal auf. So. Gut, dann sage ich Tschüss.